Jetzt geht's los. Aktuelles vom SV Rödinghausen wird präsentiert von der Heimatkrankenkasse. Mein Name ist Simon Engelmann, ich bin Stürmer und trage die Nummer 9 beim SV Rödinghausen. Angefangen habe ich im Herrenbereich noch nicht ganz hoch, da bei so einem kleinen Verein bei mir in der Nähe, VfL Olth ist das. Da habe ich 2 Jahre gespielt in der Oberliga und bin dann nach Lotte gegangen. Da habe ich 2,5 Jahre verbracht, bin dann für ein halbes Jahr, weil ich am Ende nicht mehr ganz so viel gespielt habe, nach Kloppenburg gegangen. Da war ich dann ein bisschen verletzt, aber auch nicht so viel Spielzeit gehabt und bin dann wieder in den Westen gegangen zum Sportclub Pferd. Und da habe ich 2 Jahre verbracht. Im Anschluss war ich noch 2 Jahre in Oberhausen und von da aus bin ich jetzt hier beim SVR gelandet. Ich glaube, ich habe einen älteren Bruder, der hat mich, glaube ich, immer mit auf den Bolzplatz genommen und da seit Kindertagen eigentlich war immer schon Ball zu Hause im Garten oder irgendwo und seitdem bin ich eigentlich immer am Fußballspielen und bin ihm immer treu geblieben. Ich komme gebürtig aus Vechta und wollte gerne wieder näher Richtung Heimat und wollte nichtsdestotrotz trotzdem im Westen bleiben, weil da einfach die Strukturen professioneller sind. Ich glaube, die Liga noch ein bisschen höheres Niveau hat und ich fahre jetzt immer knapp 1 Stunde hier zum Training. Das sind 75 Kilometer nach Vechta und ich glaube, konnte hier einen 3-Jahres-Vertrag unterschreiben und letztendlich hat hier alles gepasst und das war für mich einfach die beste Lösung. Ja, ich glaube, ich bin als Stürmer geholt worden. Ich bin für die Tore zuständig. Ich glaube, ich bin sehr abschlussstark. Wenn ich den Ball im 16er oder am 16er habe, ich glaube, dann wird es immer gefährlich. Ich glaube, er hat einen linken richtig guten Fuß. Auch mal mit rechts kann auch mal einer abrutschen. Und ich glaube, wenn daran kommt, dass ich zu Abschlüssen komme, dann werde ich die ein oder anderen Tore hier machen. Ja, ich glaube, ich habe die letzten Jahre immer getroffen. Ich will auch hier wieder meinen Beitrag dazu leisten, dass wir mit der Mannschaft erfolgreich sind. Ich hoffe, wir können die großen Vereine Viktoria und Essen Oberhausen oder die Zweitvertretung ein bisschen ärgern, da ins obere Drittel ein bisschen reingucken. Und ich will meinen Beitrag dazu leisten und hoffe, einige Tore dazu beizutragen.